Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Bis ans Ende der Welt auf den Spuren großer Entdecker näher zeigen. Das Buch hat 48 Seiten, kostet 16 Euro und wird für 8- bis 10-Jährige empfohlen. Das Thema hier ist Persönlichkeiten sowie auch Geschichte, Allgemeinwissen, Natur und natürlich Entdeckungen. Hier werden 22 Abenteurer, Entdecker, Forscher vorgestellt, sowohl Männer als auch Frauen. Man erfährt die Gründe für ihre Reise, etwas über ihr Leben und wie es sich auf die Welt ausgewirkt hat. Das Cover selbst finde ich wirklich sehr, sehr schön. Es ist ja gut ersichtlich, worum es gleich geht. Zunächst gibt es im Buch hier eine Inhaltsangabe, wenn man gezielt nach jemandem sucht. Dann gibt es eine kurze Einleitung oder Einführung, wie das Buch aufgebaut ist und wie man auch Karten liest. Das finde ich auch sehr, sehr interessant, sehr spannend, zumal man das auch später gerade für das Fach Geologie gut gebrauchen kann. Die Illustrationen finde ich ebenfalls sehr gut gelungen für ein Wissensbuch, ist nicht zu überladen und ergänzt sich ganz gut mit den Texten. Es gibt ja viele, die man kennt, wie zum Beispiel jetzt den berühmten Marco Polo. Es gibt aber auch viele, von denen man bisher kaum etwas gehört hat oder gar noch nie vielleicht, die ebenfalls spannende Reisen erlebt haben, wie zum Beispiel, zeige ich euch mal, den Hernán Cortés. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Genau, also wir fanden das Buch wirklich total spannend und wollten mit meinem Sohn gleich die verschiedenen Abenteuer lesen. Er fand es unglaublich interessant, besonders wie die Menschen das neue Unbekannte beschrieben und was es für uns heute eigentlich ist. Wie zum Beispiel, da wurde ganz vorne bei der ersten Geschichte von Hanno, dem Seefahrer, beschrieben, wie er die Menschen empfand, die er dort entdeckt hat. Und zwar hat er sie als haarige Menschen beschrieben, wobei das eben Gorillas waren. Oder hier zum Beispiel die Flüsse aus Feuer. Das war dann ein Vulkan, der ausgebrochen ist. Das hat ihm natürlich sehr gut gefallen und war sehr unterhaltsam. Und genau sowas ist wichtig, wenn man die Kinder für Themen wie Geschichte, Geologie oder eben Politik und so weiter begeistern möchte. Dieses Buch hat es auf jeden Fall geschafft und deshalb kann ich das gern weiterempfehlen für alle geschichts- und abenteuerlustigen Kinder und Eltern, die gern Wissen mit Freude vermitteln möchten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch sehr gern meine weiteren Videos an. Macht's gut!